Weil Leute, ich kann echt nicht aufhören, hier rein zu schnüffeln, weil das ist mal was ganz was anderes. Normalerweise hat man ja, wenn man einen Boilie riecht, so ein bisschen Assoziation zu einem ähnlichen Köder. Aber hier ist einfach mal komplett was anderes. Sweet Gold HNV von Aquatic Baits. Schauen wir uns mal genauer an, was dahinter steckt. Herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing hier auf dem Carbzilla YouTube-Kanal. Heute gibt's mal wieder Baits. Aber nicht irgendwelche Baits, sondern Aquatic Baits. Wir haben letztes Jahr schon mal den Squid Red HNV Boilie von Aquatic Baits vorgestellt. Und das Interesse bei euch war wirklich sehr hoch an diesem Köder. Besonders Andreas Matzel, der Mann hinter Aquatic Baits, der schon seit, boah, ich weiß nicht, 25 Jahren oder länger professionell Baits rollt, hat gesagt, das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Er hat so viel Interesse von euch bekommen. Da haben wir gedacht, wir knüpfen gleich nochmal an und gucken, was der Österreicher noch so alles gezaubert hat. Hier in diesem Karton ist ein Köder, der an diesen Squid Red HNV Köder anlehnt, aber doch irgendwie ganz anders ist und komplett eine Marke für sich. Es handelt sich um den Sweet Gold HNV. So sieht er aus und wir werfen jetzt mal einen Blick auf die komplette Range. Sweet Gold Liquid. Was ich besonders gern habe bei Aquatic Bait, ist diese Liebe zum Detail, die schon in der Verpackung beginnt. Das ist eine sehr hochwertige und vor allem auch wiederverschließbare Verpackung. Natürlich kauft keiner von uns einen schlechten Boilie, weil die Verpackung toll ist. Aber von schlechten Boilies können wir bei Aquatic Baits wirklich nicht sprechen. Andreas Matzel hat schon über 25 Jahre Erfahrung mit der Produktion von Angelnködern. Und auch der Squid Red HNV-Köder hat schon einen extrem guten Eindruck gemacht. Wir blenden es euch hier nochmal in der Infokarte ein, falls ihr das Unboxing verpasst habt. Übrigens, wenn ihr keine Ahnung habt, was oder wer Aquatic Baits oder Andreas Matzel eigentlich ist, mit Andreas Matzel haben wir ein sehr interessantes Nachgehakt-Interview auf Carbzilla geführt, in Schriftform, ist aber wirklich wert, mal reinzugucken. Ist sehr interessant geworden und zeigt auch die Expertise hinter den Ködern. Der Squid Red HNV-Köder habe ich jetzt nicht umsonst schon ein paar Mal erwähnt, denn der bildet auch die Basis dieses Köders. Im Grunde wurde hier im Wesentlichen Robin Red gegen Robin Gold ausgetauscht und ein spezielles Milchprotein namens Milk B hinzugefügt. Das gibt dem Köder eine cremige Note und dann wurde noch ein bisschen was fein abgestimmt. Also im Grunde, ich habe es schon das letzte Mal gesagt, dieser Squid Red HNV wurde über sehr, sehr lange Zeit getestet und entwickelt und auf dem Erfolg dieses Köders baut der Sweet Gold HNV auf. Wenn man den aber gesondert und ohne dieses zusätzliche Wissen beschnuppert und probiert, dann wird man überhaupt nicht an diesen anderen Ködern denken, denn der ist komplett eigenständig, hat eine komplett eigene Note. Woher ich das weiß? Ich habe schon mal hier an diesen Hookbaits geschnuppert, Soaked Hookers. Und das hat einfach so eine super würzige, fruchtig, cremige Note. Ist ganz, ganz schwer zu beschreiben. Also jeder, der einen etwas anderen Köder sucht, der sich abgrenzen will, vielleicht gerade auch an einem sehr stark beangelten Gewässer, der könnte hier dran, glaube ich, echt Freude finden. Und was mir hier auch besonders gut gefällt, ist, dass die Range immer so ausgeklügelt ist. Also bevor ich mir den Boil jetzt nochmal genauer anschaue, nochmal ein Wort zur Range. Zum Beispiel Soaked Hookers, ja. Das sind Hardened Hookbaits, steht hier unten nochmal drunter. Also ausgehärtete, härtere Hookbaits und diese nochmal extra gesoaked und schon mit so Puder angemacht, ja, damit es so richtig schön einzieht und sich dann langsam und gleichmäßig vom Köder unter Wasser löst, eine attraktive Duftspur in verschiedene Wasserschichten bringt. Dann gibt es Pasta, also so Paste, das ist wie ein Boilie-Teig im Endeffekt, aber etwas weicher und schmieriger, auch etwas öliger. Und auch hier ist es wieder so cremig, fruchtig, würzig und ja, auch ein bisschen eine kernige Note. Es ist davon auszugehen, dass diese Pasta sehr nah angelehnt ist oder sogar der identische Teig ist, nur eben als Paste verarbeitet wie in dem Köder. Und der besteht aus verschiedenen Fischmehlen. Zum Großteil sind es vorverdaute Fischmehle. Grillmehl ist drin, Bierhefe ist drin, Eckalbumin, gelbes Eifutter, ein Proteinkonzentrat und schnelle Kohlenhydrate. Also es wurde darauf geachtet, dass der Fisch sehr viel Energie aus diesem Köder ziehen kann, dass er aber auch sehr gut durchläuft. Und insgesamt kommt der Köder auf einen Proteingehalt von 32%. Und diese Mischung aus diesem Milk B, diesem cremigen, diesem spicigen Robin Gold, Grillmehl, Fischmehl, das ist eine ziemlich ungewöhnliche und ziemlich einzigartige Kombination. Dann gibt es einen Dip dazu, dann das Liquid.
Boah, das ist echt so, da kommt so wie so grüne Chili kommt da irgendwie so raus. Nochmal Liquid, ist das gleiche. Und so ein Jelly Powder. Sicherlich gibt es auch nochmal Pop-Ups dazu, die sind jetzt nur nicht dabei, denke ich. Und dieses Jelly Powder ist halt auch ein ganz spezielles Produkt. Viele von euch werden es schon kennen, für die, die es nicht kennen. Ihr könnt den Köder befeuchten, gerade auch euren Hakenköder. Entweder eben mit diesem Liquid, ja, so mit diesem Dip meine ich, in den Dip so eindippen und dann in das Powder, wieder ein Dip, wieder ein Powder und ummantelt dann so euren Köder mit diesem Jelly. Jelly ist Qualle, wird dann so ein Glibber, ja, so ein attraktiver Glibber, der sich sehr schnell dann auch ins Wasser verteilt, aber auch am Köder anhaftet. So, also jede Menge Spielereien, jede Menge Details. Um diese Range herum ist übrigens typisch für Aquatic Baits, da wird immer so viel Liebe zum Detail gemacht. Außerdem Method Gold. Ein Method-Mix, der auch sehr attraktiv aussieht, sehr grob strukturiert. Ich bin mal sehr gespannt, wie der Köder nachher ist, wenn ich ihn aufbreche. Ich schätze auch eher offen, sieht man auch schon außen, dass der sehr offenporig ist. Und hier steht, es kann auch sehr gut zum Fiederangeln benutzt werden, weil er sich schnell auflöst, aber grobe Partikel zurücklässt. Also macht jetzt nicht nur Wolke und Duft, sondern hält dann unter anderem die Fische auch am Platz, wenn die diese gröberen Partikel dann aufpicken. Und es wurde darauf geachtet, dass diese Lockwirkung sowohl horizontal als auch vertikal durchs Wasser geht. Also dass die Fische nicht nur am Grund angelockt werden, sondern auch quer durch alle Wasserschichten. Schauen wir den mal kurz an, weil ich das echt interessant finde. Da kann man echt lang dran schnuppern, weil es so eine ganz besondere eigene Note hat. Das ist ein sehr interessanter Köder. Ja, auch hier wieder cremig und würzig. Und man sieht es auch, feine und grobe Partikel. Da sind so richtige Stückchen drin. Clever gemacht. Durchdacht auf jeden Fall. Kein Zufallsprodukt und ziemlich einzigartig. Ja, die Boilies selber habe ich jetzt hier in verschiedenen Größen vorliegen. Immer in 2-Kilo-Tüten. Das dürften 20er sein. Hier 16er. Nochmal 16er, also 20er und 16er habe ich und insgesamt sind das 8 Kilo plus 1,5 Kilo Groundbait, nein 3 Kilo sogar, nur sogar 2, zweimal Liquid und noch dieses ganze Kleingedöns. Und das gewinnt ein Glücklicher am Ende dieses Videos, aber jetzt schauen wir uns endlich mal den Boilie an. Ich nehme mir dafür den 20er, kann man sich wahrscheinlich ein bisschen besser anschauen, gerade durch die Kamera, als den 16 mm. Und ich mag echt auch diese wiederverschließbare Packung, gerade auch für Leute, die nicht so viel Baits ins Wasser schmeißen oder mal kurz angeln gehen. Klar kann man auch einen Gummi um eine Packung rummachen, aber das ist hier auch eine ganz nette Variante. Da spielen echt die Sinne verrückt, wenn man da rein riecht, weil man weiß gar nicht, also grüne Paprika kommt auf jeden Fall voll krass raus, aber eben auch dieses cremig-milchige. Ne? Ich habe es schon mal so gesagt, aber irgendwie echt was Besonderes, weil es anders ist. Es ist nicht so, dass du hier dran riechst, sondern dass du sofort den Gedanken an einen anderen Köder, den du schon kennst, wie es ja öfter mal ist, wenn man an einem Boilie riecht, sondern es ist einfach so anders. Und sehr, sehr grob, ja, das sieht man. Sehr, sehr grob. Er fühlt sich auch so, wie soll ich sagen, so richtig nach Textur an, samtig. Die Härte, würde ich jetzt mal sagen, ist so 4, 5. Also eher so auf einer Skala von 10, so mittelweich, eher von mittel bis weich. Also demnach auch ein Köder, der wahrscheinlich sehr schnell arbeitet und sehr stark ausschwemmt. Und wenn man ihn aufmacht, ja, das ist sehr, sehr grobe Struktur. Der wird sehr gut ausspülen, der Köder. Also wirklich ein interessanter Köder, eine interessante Köderzusammensetzung. Auch die Farbe, ja, die steht irgendwie so für sich, ne? Hat schon so ein Gold-Touch. Goldgelb, grünlich. Ja, ein besonderer Köder, ein interessanter Köder und wie am Anfang schon vermutet, definitiv ein Köder, den sich Leute mal anschauen sollen, die auf der Suche nach was Andersartigem sind. Die an einem hart beangelten Gewässer angeln oder an einem Gewässer, an dem die Fische schon mit sehr vielen Boilies konfrontiert waren. Ich denke, der wird dort durchaus auf Interesse stoßen. Aber sagt ihr mir, was haltet ihr von diesem Köder? Also was hältst du von diesem Köder? Was findest du in diesem Köder interessant? Wo würdest du solch einen Köder ganz besonders gerne mal einsetzen? Und vielleicht gewinnst du dann dieses gesamte Köderpaket. Das geht an einen glücklichen Gewinner. Was du dafür tun musst, ist der gleiche Viererschritt wie immer. Like dieses Video und kommentiere unten eben genau das rein. Wo möchtest du diesen Köder einsetzen und warum? Bitte abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, so verpasst du kein weiteres Video und vor allem kein weiteres Gewinnspiel. Ich wünsche dir viel Spaß beim Mitmachen und ganz, ganz viel Spaß beim Testen dieser Köder.